Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. 2021 war ein wildes Jahr. In jedem Sinne. Aber ich habe so ein bisschen überlegt, okay, was war denn dieses Jahr so los? Und mir ist eine Marke dieses Jahr ganz besonders gut aufgefallen. Und das war Essence. Und ich finde, wie in der Schule, man muss auch etwas loben. Und Essence hat dieses Jahr rausgeknallt an Produkten, ohne zu enttäuschen. Wir schminken heute also ein Full Face mit Essence Make-up von 2021. Ich glaube, ein, zwei Produkte sind aus 2020 da, aber die sind so gut, dass ich sie aufgehoben habe. Und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Und ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag. Die Woche war wild für mich. Vielleicht habt ihr es auf Instagram gesehen. Es passiert ganz, ganz bald was ganz Verrücktes. Und wir haben die Kampagne geschossen. In Hannover. Freunde. Bevor es losgeht, freue ich mich, dass ich euch endlich wieder einen Beauty-Mates-Rabattcode geben kann. Ich wurde jetzt in den letzten Tagen sehr, sehr oft danach gefragt, ob ich endlich wieder einen habe. Und ich habe wieder einen. Und zwar könnt ihr mit dem Code MAXIM30 30% sparen. Ich weiß nicht, wann ich den nächsten Code habe, aber ihr kennt Beauty-Mates und ihr kennt mittlerweile auch mich. Ich benutze die Sachen regelmäßig. Ihr habt ganz, ganz viele verschiedene Booster. Und gerade jetzt, wenn es sehr bewölkt ist, es ist grau, die Heizungsluft ist an und die Haut wird so ein bisschen trocken, kann ich euch den AHA Glow Booster empfehlen. Den habe ich gestern benutzt und ihr seht, wie glatt meine Haut ist. Ich habe nichts drauf, außer die Pflege. Da habe ich nämlich hier schon die Liftcreme benutzt, die Hyaluroncreme Lift. 24 Stunden Feuchtigkeit, kennt ihr schon, ist ein Dupe zur Charlotte Tilbury Magic Cream. Diese Kombination aus beidem. Ein, zwei Tropfen hiervon abends mit in die Creme geben. Einwirken lassen und am nächsten Tag habt ihr wirklich diese sehr glatte Haut. Ganz, ganz toll, vor allen Dingen für den Winter. Kleiner Disclaimer, bitte immer Sonnenschutz tragen, aber ich weiß, ihr tragt eh jeden Tag Sonnenschutz, aber ich sage es trotzdem dazu. Ganz, ganz tolles Produkt, ihr kennt die Booster mittlerweile. Ich habe immer Booster hier auch bei mir stehen, Augenlifting und Koffein. Wake-up Booster ist mein Go-To für unter die Augen, aber ich dachte mir gerade jetzt, weil das Wetter echt mies ist, gerade überall, könnt ihr mit so einem AHA Glow Booster eure Hautstruktur ein bisschen verfeinern. Die Poren ziehen sich zusammen und die Hautoberfläche wird overall glatter. Seht ihr bei mir, ich habe keine Unebenheiten gerade. Ganz, 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 ganz toll. Die Creme habe ich, wie gesagt, schon aufgetragen, dass sie schön einziehen kann. Die ist sehr, sehr reichhaltig und ist die perfekte Grundlage fürs Make-up. Und damit starten wir jetzt auch gleich. Als Primer benutze ich heute von Essence den Prime Plus Studio Multi Action and Protection Primer. Hier ist ein Lichtschutzfaktor von 15 schon mit drin. 15 ist natürlich nicht ausreichend, aber lieber haben als brauchen. Der hat auch von der Konsistenz her wirklich wie so ein Sonnenschutz. Er ist sehr, sehr reichhaltig und schützt so ein bisschen die Haut vor Blue Light. Ich bin kein Fan von Blue Light Protection. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Also ich weiß, dass es das im Telefon was bringt, dass man abends besser einschlafen kann. Beim Gesicht weiß ich nicht. Ist eine schöne Sache. Was er aber tut, ist, er sieht sehr, sehr schön auf der Haut aus. Ihr seht, es ist ein mineralischer Lichtschutzfaktor. Das heißt, er macht ein bisschen weißlich, ist aber nicht schlimm. Wir gehen ja gleich mit einer Foundation rüber. Und den mag ich sehr, sehr gerne. Es gibt viele, viele, viele Primer mittlerweile aus den Prime Plus Studios rein. Feuchtigkeit, Pore Blurring, alles mögliche. Ich bin gespannt, was Essence im neuen Sortiment mit dabei hat. Ich fand, das letzte Sortiment-Update war recht klein, lag wahrscheinlich immer noch an der Corona-Situation, was aber auch völlig in Ordnung ist. Ich gehe jetzt aber hier mit dem Hello Good Stuff 3-in-1 Face Mist drüber. Das spendet nochmal extra Feuchtigkeit, fixiert das Make-up, riecht nach Melone. Wer das mag, für den ist das genau das Richtige. Und das gibt schon mal wie so eine kleine Schutzschicht für meine Haut. Und dann können wir gleich weitermachen mit der Foundation. Ihr habt es noch nicht gesehen, aber ich habe es schon gedreht. Ihr seht das nächste Woche ein Aufgebraucht-Video. Ich habe nämlich die Essence Pretty Natural Foundation endlich aufgebraucht und habe hier eine weitere. Das ist die Farbe 220 Neutral Almond. Ich habe hier aber auch noch die Fresh and Fit Foundation von Essence. Auch die mag ich im Moment sehr, sehr gerne. Ich gehe heute mit beiden rein, weil ich euch zeigen möchte, wie schön das aussieht. Viele sind kein Freund davon, wenn ich Foundations mische, aber trust and believe. Erstmal, die Essence Foundations sind sehr, sehr günstig. Das heißt, ihr kauft nicht zwei für jeweils 100 Euro, sondern ihr kauft zwei für unter 10 Euro. Und seid dann vielleicht bei 10 Euro, 15 Euro insgesamt, habt aber die Vorteile von jeder Foundation. Die Pretty Natural ist sehr, sehr leicht auf der Haut, gibt eine schöne Grundlage und vor allen Dingen ist die Farbrange davon auch sehr, sehr gut. Und die
Fresh and Fit Foundation schützt nochmal so ein bisschen die Haut und gibt die Deckkraft. Und ihr werdet es gleich sehen. Ich nehme einfach mein Microfiber Multitool, gehe rein und stempel mir die Foundation auf. Die Deckkraft ist dadurch natürlich super, super hoch und ihr könnt das Produkt richtig tief in die Haut einpressen. Schaut euch bitte einmal diese Deckkraft an. Die Foundation ist, dadurch, dass wir beide gemischt haben, auf der einen Seite so ein bisschen matt, aber nicht zu matt. Die Fresh and Fit Foundation ist so ein bisschen matter als die Pretty Natural Foundation. Farblich ist sie ein bisschen dunkler, ist aber nicht so schlimm. Ich möchte heute nämlich diesen richtigen bronzy, glowy, gorgeous Look haben. Also eigentlich wie immer, aber mit sehr, sehr günstigen Produkten. Und das ist das Schöne bei Essence. Essence ist halt wirklich, wirklich günstig und hat aber die Qualität angepasst. Also früher, auch bei Rival Loves Me, bei Rival Delu, bei den günstigeren Drogeriemarken, hat man gesehen, dass das Level zwischen Qualität und Preis, der ja unten war, also das ist immer größer geworden. Die Qualität ist immer besser geworden, der Preis aber eigentlich nicht. Und das ist sehr, sehr gut. Und deswegen bin ich ein großer Freund von Drogerie-Make-up, weil wir einfach sehen, wie gut Make-up sein kann für ein paar Euro. Ich mache einmal die andere Seite fertig und dann geht's weiter. Ich habe den Concealer einmal aufgetragen. Das war keiner von Essence, das war ein anderer, den ich gerade insgeheim teste für euch. Aber Base sieht toll aus. Ich liebe die Foundation. Auch die Kombination daraus ist mega. Ich möchte das Ganze setten und benutze den Essence Vintage Beach Highlighter dazu. Ein Highlighter zum Setten? Ja, das Verrückte ist, das ist wie ein Puder mit Glow. Also im Prinzip wie die Hourglass Finishes. Das ist jetzt nicht so ein leuchtender Highlighter, ne? Der so kastig so einen Balken drauf macht. Ihr seht das. Ich kann damit wirklich meine Foundation setten, wenn ich nur ganz, ganz leicht drauf gehe. Der Glow bleibt definitiv im Gesicht von der Foundation. Wird natürlich durch die Puderpigmente noch ein bisschen verstärkt. Aber Essence, call me. I have ideas. Ist eine verrückte Technik, aber probiert es wirklich mal aus. Falls ihr den habt und ihr auf dem Glowy Finish steht, probiert den mal ganz, ganz leicht. Ihr könnt natürlich auch ein richtiges Puder mit reinmischen, damit eure Foundation so ein bisschen zu setten. Ihr seht aus wie das Olivenölmeer. Verrückt, oder? Freunde. Ich habe hier noch ein paar andere Sachen. Einmal die Bronze Your Way und einmal die Choose Your Glow Palette. Ich wollte eigentlich den Bronzer, also hier sind zwei verschiedene Bronzer mit drin. Komm, wir gehen einfach mal rein. Ich mische beide so ein bisschen, weil die Farbe Tropical Bronze ist ein bisschen zu dunkel für mich. Aber wir wollen ja heute aussehen wie Kim Kardashian und nicht wie Avril Lavigne. Sehr intensiv. Also ich mag ja diesen Overbronzed, Overblushed Look total gerne. Und dafür ist die Palette sehr, sehr gut. Hier ist sogar noch ein Highlighter mit drin. Die fühlt sich extrem hochwertig an, ne? Also das ist das Schöne. Wenn du mir die Palette mit verbundenen Augen in die Hand geben würdest, könnte ich nicht sagen, dass das Essence ist. Ich hätte auch sagen können, es könnte auch eine High-End-Palette sein, die einfach in einer Pappverpackung ist, um die Umwelt zu schonen. Sehr, sehr gut. Hier ist ein Spiegel mit drin. Für unterwegs ist das also auch wirklich sehr praktisch. Den Highlighter mag ich sehr gerne. Ich möchte aber was anderes benutzen als Highlighter. Und zwar habe ich hier den Bloom Baby Bloom Blush Highlighter, Blushlighter, wie auch immer. Der war in einer LE und das ist so ein schönes Produkt. Ihr seht es, ich gebe mir das einfach hier rüber und das gibt Farbe ins Gesicht und Glow. Essence, call me. Schaut euch das an. Das ist Glow. Das ist Glow, die Bewegung ist da und die Farbe. Und das ist nicht subtil, ne? Also ich glaube, wenn ich das Licht ein bisschen wegdrehe, so, schaut euch das an. Ne, so viel dazu. Base sieht fantastisch aus. Ich möchte jetzt erstmal nichts weiter auf der Base machen, sondern wir schminken was auf die Augen. Und da muss ich die Merve-Palette benutzen, denn das ist schon eine krasse Aktion gewesen von Essence und Merve, was sie daraus gemacht haben. Die Palette kostete, glaube ich, 9,99 €. Das ist ein Witz. Der Preis ist wirklich ein Witz für das, was die Palette kann. Ich habe ein ganzes Video dazu gemacht. Ist hier oben in der Infobox verlinkt. Qualitativ hätte das Ding locker 25-30 € kosten können. Ne? Also so gut ist diese Palette. Es gab in der LE auch einen Brow Gel und einen Lidschattenprimer. Den benutze ich auch heute. Das ist dieser hier, die Super Coverage Eyeshadow Base. Die ist sehr, sehr hell. Dadurch poppen die Lidschatten natürlich noch ein Stückchen mehr. Und ich gehe damit einfach direkt hier auf mein Lid.
kann damit so ein bisschen meine Augenbraue schon ausschneiden. Und eigentlich braucht er nicht so viel wie ich jetzt, ne? Also der ist super, super ergiebig. Hat eine super Deckkraft. Ihr braucht nicht mal Foundation drunter auftragen, sondern könnt eigentlich gleich mit eurem Lidschattenlook beginnen. Und dann gehe ich einfach mit so einem Beauty-Schwamm hier rüber und blende mir das ein bisschen aus, dass die Kanten nicht so hart sind und ihr seht, ihr habt eine helle Grundlage für einen Lidschatten. So sieht das Ganze gut aus. Ich lasse den immer ein ganz kleines Momentchen setten, damit die Pigmente sich besser hinlegen können und dann geht's los mit dem Lidschatten. So sieht die Palette aus und ich habe letzte Mal die blauen Töne benutzt. Heute möchte ich so einen richtig Classic Maxim Giacomo 2020 Look schminken. Ich nehme fluffigen Pinsel und gehe hier in diesen hellbraunen Ton rein, klopf ab und presse mir die Farbe hier oben schon mal hin. Das wird die höchste Farbe heute, vielleicht noch so ein bisschen dieses orangelichere. Einfach als Transition Shade und look at that. Boom, Farbe auf dem Auge. Irgendwo wird sie bestimmt noch geben. Ich hoffe nicht für Merve, aber die gab es ja wirklich überall zu kaufen online. Bei Douglas, bei Flaconi, bei Amazon sogar. Und da haben sie wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Palette rausgebracht, muss ich wirklich sagen. Wir haben das Ganze mit dem orangelicheren Ton noch ein bisschen mehr auf, weil ich ja heute recht dunkel geschminkt bin. Und wechsle dann den Pinsel. Und gehe hier in diesen dunkelbraunen Ton oder graubraun, setze mir das hier außen hin und hier in. Das ist im Moment wirklich mein Go-To-Look. Das ist so einfach, den nachzuschminken, Freunde. Probiert es mal aus. Hell, eine helle Farbe in die Crease, dann zwei dunkle Punkte außen und dann einfach miteinander verbinden und dann einen schimmerigen Ton auf euer bewegliches Lid und ihr habt wirklich einen krassen, krassen Look. Innerhalb von ein paar Minuten. Und dann gehe ich außen in den schwarzen Ton und verdunkle mir das innen und außen nochmal so ein bisschen. Boom. Und in die Mitte gehe ich in diesen geflakten, kupfergoldenen Ton und presse mir den hier einfach rüber. Für meinen Inner Corner gehe ich in den schimmrigen Ton hier, presse mir das einfach rauf, ein bisschen unter die Augenbraue und zack. What is this? Ich habe hier noch einen Eyeliner von Essence. Damit könnten wir uns hier außen noch so einen kleinen dunkleren Wing ziehen. Ich gebe mir den aber als Kajal auf die Wasserlinie. Dann gehe ich einfach hier nochmal so ein bisschen rüber, blende mir die Kanten aus. Das Schöne bei diesen Looks ist, dass das je. Es muss nicht so ordentlich sein. Es rahmt einfach nur eure Augen ein und sieht einfach super, super. Ja, ist schon sexy. Deswegen gibt es auf meine Lippen auch nur ein Gloss und das ist der Shine 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 Wet Look Lip Gloss in der Farbe Volume Please. Wunder, wunderschön. Und das ist einmal der fertige Look. Ihr könntet jetzt noch mit einem Setting Spray rübergehen. Das ist wieder dieses Hello Good Stuff Spray. Das gibt einfach nochmal so einen richtig schönen frischen Glow. Und Freunde, look at that. Ich meine, ist halt Drogerie, ne? Und es sieht so, so cool aus. Der Glowy Blush mit diesem Vintage Beach Puder als Setting Puder. Kleiner Geheimtipp von mir. Auch die Essence Palette ist richtig, richtig gut. Ich bin super gespannt, welche eure liebsten Essence Produkte dieses Jahr waren. Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare und schaut unbedingt bei Beauty Mates vorbei. Ich weiß nicht, wann ich wieder einen 30% Rabattcode bekomme. Also würde ich mich freuen, wenn ihr dort mal vorbeischaut. Nutzt gerne auch den Set-Konfigurator, um die perfekte Hautpflege für euch herauszufinden. Und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.